Willkommen zu Let's Play Minecraft und wir haben diesmal was vor, nämlich wollen wir einmal ausprobieren, wie denn die Truhen aussehen würden, wenn sie dort oben hängen. Und zwar möchte ich das gerne im gleichen System machen wie hier unten und dafür brauchen wir natürlich wieder diese Stufen hier. Ich nehme die mal weg, ich bin mal faul, denn davon haben wir nichts mehr. So kann man es besser ausprobieren, bevor ich da wieder irgendwie 5000 Stück von mache. Kann man besser mal diese hier nehmen, obwohl die da auch wieder hin müssen. Da wir gucken mal, wie das aussehen würde. So. Jetzt würde es ja so aufeinander sitzen. Mal gucken, wenn wir die Truhe jetzt öffnen. Sieht das natürlich ja nicht so schön aus, weil das ja hier so miteinander verschmilzt. Und ich weiß gar nicht, ob man dann Truhen hier oben öffnen könnte. Ich weiß nicht, haben wir noch Truhen? Ich glaube, ich bin blind. Ich sehe keine mehr. Wir nehmen einfach mal, um es auszuprobieren, diese Truhe weg. Beziehungsweise eine davon. Und gucken mal, ob wir überhaupt hier oben eine Truhe öffnen können. So, setzen wir mal hin. Nee, das geht nicht. Daher ist unser Plan zerschlagen. Wir müssen das doch etwas anders machen. Und zwar habe ich da schon eine passende Idee. Wir nehmen das einmal weg, so wie das hier und das hier und das hier und das hier. Da könnte ich ein Lied draus machen. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen die Truhe, setzen die auf den Boden. Das wollte ich ja erst nicht so, aber geht ja dann wohl nicht anders. Und wenn wir jetzt hier... Nein, dann wäre das ja genauso wie gerade eben. dass das hier verschmilzt. So wie... Ach, Mist. Fehler für Fehler. Einmal hier dran. Und dann setzen wir... Hätten wir die Truhe dort unten nicht hingesetzt. Die Truhe einmal nach oben. Jetzt kann man die öffnen. Ach, das gefällt mir alles nicht. Das sieht ja auch nicht so gut aus. Eventuell können wir da doch was anderes machen. Wie wäre es, wenn wir so halbe Blöcke nehmen? Ich glaube, halbe Blöcke sind gar nicht so... Also der Begriff ist gar nicht so... Aber das sieht auch super aus. Ist gar nicht so der Fachbegriff. Ich meine nämlich diese Eichenholzstufe. Dann sind das Treppen. Ich verwechsel das immer so ein bisschen. Ich nenne das hier öfters mal Stufe und das hier halbe Blöcke. Ist alles nicht so... nicht so richtig. Aber ich glaube, man weiß, was ich gemeint habe. So sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir da nochmal hin. So könnte man das nämlich auch machen. Dann sitzt die Truhe hier oben und hier sitzt eine Truhe. Genau. Und so verschmilzt das auch nicht miteinander. So wie hier. Na gut, ein bisschen. Aber das ist jetzt zu pingelig, wenn wir dann... Also ich meine jetzt hier verschmilzt ja so ein bisschen mit der Wand. Aber ich glaube, das wäre dann zu pingelig, wenn wir dann noch einen weiter nach draußen gehen würden. Ah, das wäre zu viel. Ich setze mal... Warte, die Fackel muss einmal weg. Die müssen wir dann aber sofort nachsetzen. Bevor hier gleich irgendwas spawnt. Das wäre nicht so toll. Hier nochmal und hier nochmal. Und so sieht das doch ganz gut aus. Sobald dann die Truhen da auch stehen, dann sieht das, glaube ich, gut aus. Aber so gefällt mir das auch schon mal ganz gut. Natürlich muss die Wand dann noch ein bisschen optisch gemacht werden. Nicht so wie hier. Da wollten wir sowieso noch was verändern. Ich denke mal, das wird in den gleichen Style sein wie hier. Oder so ähnlich. Ich denke eher so ähnlich. Da müssen wir ein bisschen was mit Stein machen, weil sonst sieht das alles zu monoton aus. Das gleiche machen wir auch einmal... Hier, jetzt hatte ich das ja so gemacht. Warte, welchen Stein habe ich hier denn ausgewählt? Den zweiten. Und dann einmal nach oben. Hier nochmal. Hier nochmal. Und hier nochmal. Na, so nicht. Das war kein passendes Beispiel. Nehmen einmal weg und setzen den wieder hier hin. Und jetzt könnte man das ja theoretisch machen, dass man hier überall Fackeln reinsetzt. Aber ich weiß nicht, mit Schildern. Ich glaube, bei dem Texturenpaket ist es so, dass die Schilder... so ein bisschen abstehen. Ich weiß nicht, ich habe hier jetzt auch gar kein Schild.
Denn ich möchte das gerne so ein bisschen beschriften. Sonst könnte man ja auch hier ein Schild hinsetzen und da ein Schild. Ja, machen wir auch so. Also nicht hier direkt dran, weil ich glaube, das verbindet sich nicht mit dem Schild. Kann ich nachher auch nochmal zeigen, wenn wir dann tatsächlich auch ein Schild machen werden. Oder was heißt nachher? Eher in den nächsten Folgen werden wir das einmal ausprobieren. Also denkt an meine Worte. So, dann ist natürlich die nächste Sache die Wand. Dafür müssen wir natürlich erstmal alles wegmachen, damit das dann hier auch nachher optisch gut aussieht. Das meiste haben wir allerdings schon mit dem Boden. Na gut, was heißt das meiste? Das wenigste haben wir bisher. Ist eher so ein Drittel, was wir bisher geschafft haben. Weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das meiste gekommen bin. Das war natürlich eine falsche Aussage. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Zum Glück haben wir noch eine Schaufel. Dann kriegen wir das auch alles weg. Am besten wäre es ja noch, wenn wir jetzt eine Höhle finden würden. Und am besten springt da jetzt ein Creeper raus und macht uns fertig. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Nicht in unserem Lager. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon auf die nächsten Etagen. Obwohl, ja gut, mit der Fackel, das war jetzt nicht so clever. Ich setze mal hier auf den Boden ein paar Fackeln. Damit das Risiko nicht besteht, dass hier irgendwas spawnt. Davor habe ich Angst und die Blöcke schweben jetzt hier oben. Ist natürlich auch sehr natürlich. Das ist in der Natur genauso. Da schweben die Blöcke auch. Nein, das tun sie nicht. So, einmal hier weg. Läuft da gar keine Musik mehr im Hintergrund? Oder bilde ich mir das nur ein? Doch, da läuft was. Ich habe es nur sehr leise, weil mich das ab und zu so ein bisschen stört, wenn ich spreche und ich mich dann so ein bisschen verhasple, wenn ich das zu laut habe. Und gerade habe ich das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Aber jetzt höre ich es wieder so ein bisschen. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Und ich habe es halt ein bisschen leise, damit ich mich ein bisschen besser konzentrieren kann auf das Spiel und mich nicht so ablenke und oder mich nur auf die Musik konzentriere. Ich bin halt nicht multitaskingfähig. Oh Mann. Da hat sich wieder was geöffnet. Das machen wir wieder zu. Genauso wie hier. Irgendwann kommt der Tag, da springt da doch tatsächlich irgendwas rein. Bei meinem Glück bestimmt. So, da mal hin. Den einmal weg. Und hier und hier. Das wird wahrscheinlich draußen ziemlich doof aussehen. Daher, da werden wir noch was dran machen. Werden wir noch einiges korrigieren. Damit das nicht alles so doof aussieht. Man könnte auch so ein Fenster hier einbauen. Aber es sieht dann nicht aus wie ein Berg und das ist ja nicht unser Verlangen. Diese Seite müsste dann ja auch nochmal weg. Also ab hier. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht schön. Das wird draußen echt doof aussehen. Aber mal ganz ehrlich, wir kümmern uns erstmal um das Innenwesen des Hauses. Besonders hier, also ich habe da keine Idee, also wie wollen wir das verbessern? Da muss ja schon fast Holz rausgucken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und wie soll ich das jetzt verdecken? Hier sind ja diese Stufen. Beziehungsweise Treppen, sind ja keine Stufen. Grübel, grübel, grübel. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich wollte ja viel aus Stein machen. Das muss aber hiermit auch passen. Wenn wir das jetzt so machen würden. Wenn wir. Ich nehme mal die Axt wieder. Das einmal wegmachen. So wie auch das hier. Da haben wir ein bisschen geschummelt. Und das immer so fortlaufen lassen. Da müsste man aber theoretisch hier wieder Holz hinsetzen, weil sonst stimmt das Bild ja auch nicht. Also das Gesamtbild. Nicht, dass das asynchron oder irgendwie sowas in der Art aussieht.
Warte, hier könnte man das aber dann auch wieder so machen, dass man hier einen kompletten Streifen macht. Und das dann, ich weiß nicht, Decke machen wir wahrscheinlich auch wieder aus Holz. Ja, die Decke wird auf jeden Fall aus Holz gemacht. Wir lassen das erstmal so. Dann müsste das theoretisch aber hier genauso, einmal nach oben, mit Stein. Warte, wir probieren das mal aus. Mal gucken, wie das aussieht. Dann müsste ja hier auch wieder Stein hin. So, so. Und dann müsste hier wieder Holz hin. Ich hol mein Holz. Also das ist echt ein Ohrwurm. Ich nehme gerade diese Folge in den gleichen Zeitpunkt auf. Was heißt gleicher Zeitpunkt? So ähnlich in der gleichen Zeit wie die letzte Folge. Und da hatte ich diesen Ohrwurm auch schon. So hatte ich mir das vorgestellt. Also nicht mit dem Ohrwurm. Das auch nochmal weg. Und da müssen wir auch drin nochmal gucken, wie das denn da auch aussieht. Ob das gut aussieht oder ob das schlecht aussieht. Müssen wir einmal gucken. Warte, wir gehen mal hier raus. Ja, da müssen wir hier oben noch alles so ein bisschen nach oben laufen lassen. Und natürlich das hier muss auch nochmal aus Stein, die Mitte. Aber, warte, ich schluck mal kurz. Ich weiß nicht, ich habe gerade so viel Flüssigkeit im Mund. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Wahrscheinlich, weil ich so viel spreche. Oder weil ich gerade erst aufgestanden bin. Nein. Bin ich gar nicht. Bin schon lange wach. Warte, da muss wieder Holz rein. Oh, das wird draußen so doof aussehen. Das wird so, so doof aussehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da müssen wir ordentlich was dran machen. Ah, darauf freue ich mich schon. Nicht. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt sehen wir das ja von draußen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Besonders wie wir das hier machen wollen, ich weiß es echt nicht. Also, das sieht doch doof aus. Da müssen wir schon ein bisschen vom Dach wegnehmen, damit wir das wieder korrigieren können. Aber das Problem bekommt mein zukünftiges Ich. Die Folge ist nämlich gleich beendet. Das schiebe ich mal auf meinen Kollegen, der das nachher fertig machen muss. So. Hier machen wir es aber schon mal ein bisschen weiter. Oh nein. Hier habe ich das ja alles noch nicht weggenommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, das kann was werden. Oh Mann. Das wird so doof aussehen von draußen. Da habe ich mir echt den falschen Berg ausgesucht, glaube ich. So kann man das nicht lassen. So weiß man ja, dass hier was hinten ist und das soll man ja nicht sehen. Man soll ja von draußen denken, oh, ein kleines Haus, ein kleines Lager. Gehe ich rein, erwarte nichts und dann ist da ein riesen Lager am Berg. Das hatte ich mir ja so vorgestellt. Aber so erkennt man ja, dass da irgendwas ist und das müssen wir noch korrigieren. Wir müssen den Berg auf jeden Fall noch etwas erweitern. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist das Projekt für die nächste Folge. Für die nächsten Folgen, das wird noch ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Daher, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dann, erstmal, ciao.